Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch ja, zu einem Unboxing, würde ich jetzt sagen, Vorstellungsvideo. Keine Ahnung. Ich habe hier was gekriegt. Ich habe auch schon drin geguckt. Ich richte euch mal nach unten. Ach Gott. So. Ach, warte, da muss ich erst so machen, nicht, dass man meine Adresse sieht. Achso, hier darf ich, nicht, Adresse wollen wir nicht sehen. Visitenkarte, dann hier sowas zum Aufbauen. Und, oh Gott, ich werde euch die Webseite auch mal verlinken. Ah, so. Ah, so. Das ist Energy von King und Queen. Den werde ich mir auch gleich in den Kühlschrank packen. Den haben sie mir geschickt, netterweise. Ich guck mal hier drin ins King, unser Produkt. Ah, hier steht auch noch erklärt, wer King und was King ist. Und das muss ich mir dann mal in Ruhe durchlesen. Die Story, die Vision, Design. Ja, Design ist geil mit Totenkopf. Das habe ich heute gekriegt. Keine Ahnung, ich hab die nur auf Instagram gesehen und habe die abonniert, weil ich das echt cool fand vom Bild her. Und ja, jetzt habe ich, und ich habe ja auch in einem Video schon mal gesagt, Mensch, wenn ihr Energy habt, schickt mir zu. Ich trinke ja sowieso immer Energy, also nicht hier King und Queen, sondern allgemein, habe ich es mal aus Spaß gesagt. Jetzt gucken wir uns aber mal so eine Dose komplett an. Müssen wir mal nur gucken, dass wir das hier aufkriegen. Selbst die Verpackung ist viel zu schade zum Kaputtreißen. Ich stehe ja so auf Totenköpfe, das wisst ihr ja. Ich muss nur gerade mal gucken, wo hier aufgeht. Ah, hier. Das muss man doch wohl kaputtreißen. Schade. Na. Oh. Ich nachher nämlich gleich. Ach so, dann hat man es hier gleich auf. So. Und dann haben wir hier einmal Queen. Und das, denke ich mal, wird King sein. Na, hier die Dose hat es ein bisschen. Die PD ist gerade nicht gerade sanft damit umgegangen. So. Ist auch schon kühl. Energy Drink. Das ist King. Ich hoffe, ihr könntet vernünftig sehen. Ich muss dann nachher auch gleich mal ein paar Bilder machen für Instagram. Weil es so geil aussieht. Und ich denke mal, Silber, das wird Queen sein, weil hier sind auch Rosen. Also hier hast du ja einen Totenkopf mit Feuer in den Augen. Ach, das könnt ihr so scheiße sehen mit dem Licht. Wartet mal, ich hole euch mal anders ran. Ist vielleicht ein bisschen besser. Hier könnt ihr das sehen, Totenkopf mit Flammen und einer Krone. Das, denke ich mal, wird King sein. Und dann haben wir hier Silberrot mit Rosen und einer Krone. Das wird Queen sein, denke ich mal. Es sieht schon richtig geil aus, muss ich echt mal zugeben. Und ich bin da schon mega heiß drauf. Ich werde die jetzt gleich kühl stellen. Also ich habe dreimal Queen und dreimal King. Ist in so einem Sixer sozusagen mit drin gewesen. So. Und ah, hier ist auch die Webseite www.king-queen.eu. Ich werde euch die da mal zeigen. Die werde ich aber auch in die Videobeschreibung hauen. Wo es die zu kaufen gibt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das kann ich euch bei bestem Willen nicht verraten. Ich werde auch hier irgendwo Werbung einblenden, weil ich habe die ja jetzt gratis zur Verfügung gestellt gekriegt. Da werde ich hier irgendwo Werbung einblenden. Also ich habe jetzt kein Geld gekriegt oder irgendwas dergleichen. Nein. Der Paketbote kam nur und hat mir das gebracht. Und ich finde es geil. Weil ich trinke ja momentan richtig viel Energy. Und heute Abend im Stream, also im HO, werden wir den dann schön trinken. Auf Odin Zocker werde ich heute streamen, weil Odins Test geht ja immer noch nicht. Erst ab Ende Januar kann ich bei Odins Tests wieder streamen. Deswegen momentan bei Odin Zocker. So, nichtsdestotrotz mache ich hier einen Cut. Vielleicht mal, wenn ihr wollt, schreibt einfach mal in die Videobeschreibung. Dann gebe ich auch noch ein Statement, mache ich nochmal später, morgen im Video und sage euch, wie King und Queen geschmeckt hat. Wenn nicht, guckt,
Wenn nicht, guckt einfach heute Abend im Stream mit. Ach so, heute Abend. Ja, ich weiß nicht, ob ich es rechtzeitig schaffe, aber ich denke mal schon. Guckt da mal im Stream mit drin, dann seht ihr mich da trinken und dann werde ich auch meinen Fazit schon mal dazu geben. Von mir aus hier erstmal einen recht herzlichen Dank an King and Queen für das Bereitstellen und dass ich die heute Abend genüsslich aussuffeln kann. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Ich bin mal richtig gespannt. Ich bin dann jetzt weg. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, a Däumchen wäre a Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.